Alex da oben hat Rebecca geschrieben und läuft immer noch hier unten rum. Was gibt's denn im Moment ab? Nein, für was brauchst du die Desk? Keine Ahnung. Wie ist es immer so schön? Pack die ganze Munition ein. Okay. Das könnte hilfreich sein, vor allem beim Endfight. Fragt sich was? Wo würden da einige nutzlose Gegenstände in deine Inventarbox einfallen? Ein Haufen Sandsäcke. Was weißt du? Wozu denn hier runter? Ja, noch die Tür habe ich doch noch übrig. Heyo! Tschüss! Wer ist das? Was ist das? Nee. Das ist hier die... Alma? Nein. Na doch. Alma? Lisa? Nee, Lisa. Die wurde doch da. Ja, Jessica war es, ne? Warum erwähne ich dieses Déjà-vu? Warum? Warum habe ich dieses scheiß Déjà-vu erwähnt? Bei diesem Aufzug. Also, wie es abgeschaut hat, kann ich auch Fotos nutzen. Die ist ja nicht blöd. Die sieht aber definitiv so aus. Ja, darf ich jetzt selber mich bewegen? Danke. Oh, erst wenn du doof bist. Oh, oh, oh! Blend. Magnum. Pistol. Jein! Man kann sagen, sie war teilweise eine der ersten Versuchskaninchen. Mit dem Versuch des Vaters, was der sonst genau dargestellt hat. So ist ich das schön! Schön! Gleich auch machen am Rücken. Das
Wenn hier was Besonderes ranhängt. Ha, ha. Warum werfe ich gerade nicht? Mann, ich laufe voll im Kreis, Mann. Halt. Da. Ich wollte es gerade sagen, Schatz. Zurück. Genau. Und da ist auch wahrscheinlich was drin für die Lande. Drück's Knöpfchen. Richten die Schalter bitte gegen. Nein. Der baut hier unten schon einen Müllschlucker, weißt du? Wer versteckt einen Flammenwerfer in einer Kiste? Ein defekter Flammenwerfer. Wieder dann auf. Weit. Tut auch, wie gab's da auch eine Möglichkeit? Musst du ernsthaft jetzt da sein? Du bist doch doof. Ich glaube, du siehst nicht so dumm. Alter. Oh. Wie wär's damit? Lange. Ach, Lilly.
Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht am 10. November 1967. Jessica. Virus-Typ A. Okay, sie war Jessica. Plasmolyse des Gewebe nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa. Virus-Typ B. Plasma-Gewebe nach Lungenbesetzung, Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung, konstante Ergebnisse beobachtet. Datenschutzbeobachtung dauert an. George, terminiert. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mir mit mir gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Sie, ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anderes Innen. Muss Mami finden. Muss Mamis Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten? Kasten steinhart. Tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Also war Jessica die Mami und Lisa die Tochter. Also Gegengift habe ich ganz viel. Muss nicht mehr so schnell nehmen, Mann. Das dürftest du ja eigentlich alles haben, außer den Flammenwerfer. Jemand hat Namen genannt. Papi, erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echte Mami, wo? Weiß nicht, Papi. Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr, sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. Mami, wo? Bin so allein. Allein. Ich bin nicht so allein. Du warst. Ich bin eigentlich da unten in dem Raum noch. In den zwei Räumchen da. Ja, aber hier ist es ein Dings. Der würde auch nochmal nach unten rollen. Da unten ist das rote? Mhm. Friedhof. Ach, das ist der Friedhof, warum ist der rot?
zu sagen, dass da kommt, kann ich die Embleme hier drin platzieren. Also diese Embleme. Ach ja, der Wind und das Ding, was wir ja gesehen haben auf dem Rätsel, ne? Genau. Hab ich schon ganz vergessen. Schatz. Ach, manche Rätsel vergisst man irgendwie so ein bisschen. Der ist ganz am Ende. Ich bin mit 20 Minuten gelaufen. Naja, frische Luft tut dir halt gut. Ja, definitiv, nachdem du so unten warst. Hi. Aus dem Weg, Patty. Meinst du, wir noch mal extra drücken? Och, Mann, setz doch einfach ein. Also hättest du wahrscheinlich den Adler genommen, hättest du was anderes gekriegt. Oder? Schatz? Komm mal hier ran. Gut. Jetzt habe ich ja die beiden Embleme, jetzt kann ich unten den Weg entlang. Unten wo der Tür war, da war doch irgendwann noch eine Tür. Da ist nur Dings hier, na, die Wurzeln halt. Das ist ja keine Ahnung von Chemikalien. Oder jetzt mit Jesse, bist du da? Oder mit Rebecca? Könntest du da jetzt was machen? Hey, dass die aber auch alle Türsteher spielen müssen. Hm? Nicht wahr? Mhm. Der eine hat
Knöpfe gegeben. Wie ist das noch? Gut, dass du dich für ihn entschieden hast. Nicht wahr? Das wird ein Adler. Ja, wenn man sich so, den Anfang musstest du eigentlich gut aufpassen. Aber wenn du dann halt ein bisschen weiter hinten bist und siehst, dass du halt dich nicht zu blöd anstellst.